Herzlich willkommen. Wir sind in einer total Luschi-Instanz drin. Promme NM, nicht Promme HM, bevor irgendwer was Falsches denkt. Wir sind eigentlich auch nur hier drin, um die Schokolade zu kriegen. Die ganzen vorigen Sachen sind halt echt so, okay, man kann man machen, muss man nicht. Ich habe noch den falschen Diva-Skill drin, den müssen wir gleich tauschen. Sonst mache ich keine AOE-Schaden, das ist ein bisschen blöd. Ich will nämlich dem Event so einen kleinen Versuch dann doch geben. Lass mal kurz die Waffe ein... ich habe Waffe einstecken jetzt weggelegt. Ich habe mir meine beiden da links auf die Tastatur mal langsam drauf gesetzt, also dass ich das Equip switchen kann. Aber jetzt kann ich meine Waffe nicht mehr einstecken, weil das habe ich jetzt nicht mehr auf der Leiste. Das muss ich mal eben ändern, weil so kann man nicht spielen. Wo ist denn das wahrscheinlich? Wahrscheinlich unter Battle, ne? Shift C, okay. Shift C. Oh wow, ist es halt wirklich. Ich hab's doch nicht geändert. Alles gut. So, jetzt können wir hier switchen. Ich habe natürlich nicht darauf geachtet, ob irgendwo das Symbol ist. Kennt ihr das? Ich bin halt mittlerweile so gewöhnt, dass man halt nicht in NM, sondern in HM. Kann ich bitte mal. So, Waffe reinziehen. Skills ändern. Die sind bestimmt schon pissig, weil ich nicht Schaden mache. So, jetzt aber. Jetzt kommt mal her. Jetzt kann ich auch mithelfen. Wo ist denn jetzt der Boss mal eben Kamera drin? Da. Den ziehe ich, der steht mich. Der steht doch scheiße. Ist okay. Gibt schlimmere Posiz. Okay, wenn sie natürlich unnötigerweise jetzt auch die von links ziehen, brauchen wir tatsächlich AOEs. Aber wir haben ja einen Painter dabei. Ich habe mir jetzt das erstmal die Gruppe angesehen. Also wir sollten hier allgemein keine Probleme drin haben. Natürlich, jetzt auch wo das Schokoladen-Event da ist, kann es halt jederzeit sein, dass man irgendwelche medium guten Spieler mit drin hat, also die wirklich kein Gear haben und sich nur ein bisschen durchlassen ziehen wollen für die Schokolade. Weißt du halt nicht, kannst du nicht reinschauen. Ich habe bisher noch kein Symbol gesehen. Mal sehen, ob es unten ist. Nö. Ach, der eine hat's an. Okay. Ja, dann war es irgendwo oben, Leute. Ich habe halt nicht drauf geachtet. Ist also nicht schlimm. Irgendwer hat drauf geachtet. Da verlasse ich mich meistens sogar drauf mittlerweile. Das sollte ich wieder ändern. Das ist eine schlechte Angewohnheit. Goldene interessiert mich nicht. Was ich sagen wollte ist, ja, dieses Schokoladen-Event ist anders als die anderen, nicht unbedingt schlechter. Wir sind es jetzt gewöhnt, dass man immer zig Milliarden Mal die maximale Belohnung kriegt. Und dort ist es jetzt halt so, du farmst das ganze Event und kriegst einmal die maximale Belohnung. Denn, ich habe ja gesagt, ihr müsst 2000 Mal Instanzen laufen. Es ist so, dass wir 1200 Mal in dem Sinne geschenkt bekommen, darüber, dass, wenn die Aion Geburtstag ist ja bald wieder und da werden wir als Heldenquest haben, dass man nun mal für 1200 Runs die Mats einfach geschenkt kriegt und dementsprechend ist das viel entspannter. Also haltet euch dran, lauft Makana, Promme, Stella EM, am besten noch Stella NM, wenn ihr das könnt. Das unglaubliche... danke sehr, ich dachte schon, der zieht den gar nicht mehr ran. Das unglaubliche Problem ist nur Promme HM. Ist nicht die Kiste von Kalesch, falls das jemand denkt, also nicht die, die auch hier gleich hinter ist, sondern tatsächlich die... wir haben natürlich... doch, hier vorne ist... sondern tatsächlich die Jotun-Kiste. Und die Jotun-Kiste, ich meine, wenn man schon sagt, dass nur ein gewisser Teil Stella NM schafft, dann kannst du davon ausgehen, dass, keine Ahnung, 98% Promme HM Jotun nicht schaffen. Was nun mal tragisch ist, aber letztendlich so ist es halt. Wenn er jetzt mal... oh, kriegt es halt echt nicht hin. Die haben jetzt Kalesch getötet. Ah. Gut, dass ich schon die ganze Zeit auf das Ding draufballer. Man braucht nämlich den Schwabbel echt nicht mehr. Man hat genug Zeit und Damage, um in der Zeit auch den Typen zu töten. So, jetzt aber. Also den Kalesch zu töten war absolut unnötig gerade. Die hätten ihn auch halt auch vernünftig vorne ranschwabbeln lassen können. Weiß nicht. Also... in HM, wenn ihr dort den Jotun tötet, hier rechts die Kiste spawnt. Das ist die Kiste, wo die Schokolade rauskommt. Ja, total absurd. Weißt du, packen Instanzen wie Makana und Promme NM rein, aber dann zweiter Boss Promme HM. What the fuck? Das ist ein bisschen sehr krass.
Also die Kiste quasi im HM. Viel können wir drauf würfeln, die müssen was wert sein. Ah, kriegen wir eh nicht. Ich weiß nicht, habt ihr... Ich meine, es ist halt wirklich eine andere Art von Event. Es ist nicht wie jetzt mit den Dumamanten, wo man immer und immer wieder den Versuch hatte, sondern man hat halt ein einziges Mal den Versuch, eine von sieben zu kriegen. Und bei mir ist es so, zwei von diesen, ich meine es sind sieben oder acht, Belohnungen sind gut, die anderen sind nutzlos. Sind kurz. Ne? Stimmt zumindest für mich. Ich könnte noch die Stella Feder Box da verwenden, wobei im Regelfall heißt Feder übrigens Flügelbox. Ne? Also kann ich natürlich jetzt nicht mit Garantie sagen, aber es kann durchaus sein, dass da die Flügel und nicht die Feder rauskommt. Aber ich brauche beides, also ist von daher nicht schlimm. Und halt natürlich Mahutan. Mahutan ist die Belohnung, die jeder gebrauchen kann. Da vorne haben wir Erde als Symbol. Entsprechend muss er gleich, was war's? Ich glaube, Stab reinpacken. Gibt ein wunderschönes Bildchen. Ich packe euch das unten als Link rein und ihr kriegt es jetzt nebenbei angezeigt. Das Symbol, was ihr seht, ist das, was ihr in A auswählt. Entsprechend nehmt ihr das passende in B. Und dann müsst ihr halt C, die beiden ausprobieren. Das kann entweder der Kreis oder das eckige Ding sein. Und dann geht die Tür definitiv auf. Denn, naja, ihr habt zwei Kombinationen, die sein können. Und ihr dürft dreimal drehen. Also nicht drehen, sondern öffnen. Also klappt das definitiv, wenn ihr das Zeichen gesehen habt, was hier rumliegt. Der hat mal ganz... oh Gott, da hinten landen. Ich hatte nämlich nicht auf die Fallhöhe geachtet. Da hat mal ganz, ganz damals jemand, ich weiß tatsächlich nicht mal wer, sich die Mühe gemacht und dort eine Regelmäßigkeit rausgefunden. Und das stimmt auch also zu 100%. Ist gut, Knoll? Die ist gerade runtergesprungen. Okay, geh mal vom... Komm, Mops, danke sehr. Der eine ist tot? Wow! Müssen wir jetzt warten? Nee, ne? Der sollte das... Der ist da runtergesprungen, einfach so. Ne? So wie ich gerade mit meinem Fallschaden hatte, aber ich hatte ja darauf geachtet, dass ich... Oh, wow, ist wieso auch immer jetzt bei mir Doppeltaste gedrückt wurde. Ja, Suicide. Wir haben einen suizidalen Baden hier drin. Oh. Wäre halt schön, wenn er eine Lauftransfo nehmen würde, ne? Wäre ein bisschen flotter. Dann müssten wir nicht so... Oh, das hat gerade ätzend. Warte mal, wir fallen ein bisschen. Müssten wir nicht so Ewigkeiten warten. Also natürlich, immer wenn ihr hier runterspringt und ihr lasst euch fallen, kann es durchaus passieren, dass ihr auch Suizid begeht. Aber. Okay, jetzt hat er eine Transfo angemacht. Danke sehr. Wird auch mal Zeit. Aber. Ist halt tragisch, wenn man stirbt. Ich weiß nicht, ob wir schon direkt drauf gehen? Können wir an und für sich. Ich weiß halt echt nicht, wie lange der Dude braucht und ich habe keine Lust, Ewigkeiten zu warten. Oh, ich hatte noch nicht mal mein Buff-Mule an. Schön zu wissen. Ich meine, müssen wir warten? Echt? Oh, kann er nicht schneller laufen? Es sind alle Tore auf. Der eine hat anscheinend ein paar Ping-Probleme. Oh, halt leichte Lags. Oh, das ist der Kleriker. Aber nicht schlimm. Ich kann eh in allem stehen bleiben. Das war auch lustig, wenn ihr entsprechend PvE-Dev habt, braucht ihr nicht mal aus den Skills rauslaufen, also zumindest der nahe ist. Was super entspannt ist. Ich meine, ihr kriegt halt irgendwo zwischen 20 und 30k Schaden, was bei 80k TP nicht viel ist. Das könnt ihr locker wieder rankriegen und es gibt ja sonst nicht groß Schaden vom Boss. Super entspannt. Aber das gilt halt wirklich nur, wenn ihr komplett rot seid. Sonst klappt das nicht. Und halt auch PvE-Gear. Es gibt ja immer welche, die meinen, ja, auf PvP mache ich ja fast genauso viel Schaden. Es wird halt der PvE-Attack. Aber es wird die gesamte PvE-Dev. Bei der Rüstung kann ich es verstehen. Ihr macht halt fast genauso viel Schaden. Aber ihr habt keine Dev-Werte. Hard to get Ultimate Stones in this game. Aha. Das ist mir jetzt neu. Selbst wenn du nicht bei dem Event dabei warst, kriegst du unglaublich viele Uralte. Die kannst du aufwerten zu Legendären, die kannst du aufwerten zu Ultimativen. Also klar, es ist halt nur 2-3 Ulti pro Woche, aber geht halt schon relativ gut. Und wenn du dann noch Stellar Endem läufst, hast du ja auch immer die Chance sogar. Also beim Endboss selber ist ein Ulti-Stein drin. Das heißt, 4 von 6 kriegen. Sorry, aber da kann ich nicht denen zustimmen. I think we are playing different games. You can upgrade at least 2 ulti stones per week. You can receive
Wird das falsch geschrieben? Receiver, ne? Gott, das sieht falsch aus. Egal. One Stellar NM and two random. Also, es ist halt echt. Drei kriegst du halt in der Woche bestimmt. Nur, dann musst du halt auch die PvE-Instanzen laufen. Ich meine, man kann sich nicht beschweren, dass man... Ja, ich meine, man kriegt es halt nicht in den Po geblasen. Wenn ich komme aus einer Zeit, da hat man Ewigkeiten gebraucht, um seinen GF plus 15 zu machen. Da war eine plus 10 Stufe auch nicht safe. Da geht's wieder runter. War super ätzend. Und damals hat man noch dann diese schwarzen Steine, die 150er Level Steine, die super selten waren, dann für 14 auf 15 benutzt, weil es ist auch auf 10 runtergefällt, ja? Ja. Und damals war es viel schwerer. Ich habe das Gefühl, viele haben angefangen in der Zeit, wo man mit Almighties und Ankerhilfen 100% geplust hat. Ich meine, ja, das war aber auch lächerlich. Kann der... Hä? So steht er auf der Seite. Oh, Jüngchen, Mann, schritttackiger. Ich meine, ja, okay, man braucht ein bisschen. Aber das ist doch gut. Würde ich jetzt all mein Gear... Okay, ich habe mein Gear auf 15. Außer die Teile, die ich immer noch durchtauschen muss, weil ich theoretisch Bininerk laufen muss. Und halt, ich trage momentan keine Flügel und keine Feder. Die müssten dann neu auf 15, aber gut. Das ist was anderes. Ich meine, ich kann es nicht erzwingen, es zu droppen. Ich laufe meine Runs und ich habe für den Notfall Rollen, falls ich meine Runs gelaufen bin und jemand das verkauft, wohlgemerkt, nicht irgendwie für 5 Milliarden oder so. Es gibt Leute, die verkaufen es für absurde Preise. Da bin ich nicht bereit zu. Letztendlich macht das für mich keinen so gewaltigen Unterschied, dass ich so viel China da reingeben würde. Für die 5 Milliarden würde ich mir stattdessen dann, keine Ahnung, Attack hier die Roten holen. Oder die Kritzball die Roten. Kann ich gar nicht sagen, was für Werte die haben. Ja, komm, lass anfangen. Danke. Der eine hat auch keinen Bock mehr zu warten, aber ich glaube, der Kleriker ist tatsächlich AFK. Ich pack Weakness drauf. Ey, komm, Weakness. Ey, aber ich Zustand weg. Okay. Zu weit weg stand. Ja, wir wollen ja beim Deutschen bleiben. Zustand weg. Tatsächlich, der Kleriker ist halt AFK. Jetzt ist er... Nee, immer noch nicht. Doch, doch, er ist da. Er ist da, alles gut. Wenn jetzt der Bade wieder runterfällt, dann ist es mir egal. Ich mache hier keinen Damage-Stop für jemanden, der es nicht hinkriegt. Naja, ist definitiv hier. Außer er kommt jetzt runter und verreckt instant. Wobei, er muss nicht aufstehen. Und sobald ihr unten seid, respawnt ihr ja oben wieder. Direkt hier oben. Und da muss man mit Gear nicht rauslaufen. Oh, das tat jetzt aber weh. Und der Assa ist halt verreckt. Ah. Der soll einfach liegen bleiben. Nochmal. Komm, wir machen es nochmal, das Späßchen. Oh, das tat jetzt aber weh. Ich finde das genial. Ich habe das gestern im Stream herausgefunden, weil ich irgendwie zu faul war, rauszulaufen. Und man mir gesagt hat, hey, du kriegst halt echt keinen Damage mit dem Gear. Und ich krieg halt echt keinen Damage mit dem Gear. Ich glaube, so fühlen sich Templer. Bei diversen Skills, wo ich immer rauslaufen muss, denken die sich so, was hast denn du? Und so fühle ich mich auch gerade. Ich meine, da merkt man tatsächlich, du siehst es ja null mehr, ob jemand Gear hat oder nicht. Die Leute haben legendäre Transpos und sonst was für was alles und können auch hohe TP haben. Aber die wirklichen Death-Werte siehst du erst dann bei so etwas. Wenn die Leute dann... Ich weiß übrigens nicht, wieso der Erste aufgestanden ist. Der hätte halt locker hier einfach liegen bleiben können. Und dann halt, wir looten an und dann kommt der danach runter. Weil sobald der tot ist, ist der Loot bestimmt, ne? Okay, er hat es geschafft. Also ich weiß ja nicht, den Stress hätte ich mir nicht gemacht. Ich muss mir gleich auf den Boden mal eben gucken. Der nicht meint, den Kaltepass zu machen. Hallo, wann kommt der Skill, ne? Jetzt muss man theoretisch reinlaufen. Ich weiß nicht, ob man außen stehen bleiben kann. Das kann ich euch nicht sagen. Na, auf jeden Fall innen kann ich stehen bleiben. Oh, guck mal, wir haben sogar was Ultimatives drin. Komm, jetzt packen wir raus und dann schauen wir gleich mal nach, was es ist, weil das ist Stoff physisch. Also theoretisch eher hier. Ich weiß nicht, ob er es braucht. Wir würfeln einfach mal kurz drauf. Ja, okay, mit einer 7 kriegt. Okay, er hat es selber gekriegt. Ansonsten hätte er halt irgendwie anders bekommen. Ja, da ist ein Lied. Alles super. Hätte es irgendwie anders genommen, hätte ich Ihnen das rüber gehandelt. Ich werde auch meine Schokolade eintauschen, weil ich jetzt gehört habe, dass dieses, ne, kann man ja nur 10-mal eintauschen, ist ja repeatable, die Quest, und das soll wohl mittwochs der Reset sein, also wäre es ein bisschen ungünstig, wenn ich es mir bis sonst wann aufspare. Ich hoffe, ich kriege zumindest gleich, oh, da habe ich noch einen Teil gekriegt, Mana-Steine. Nicht Mana-Steine, hier, Dingser. PvE-VZs. Komm, wir sind fair und holen nicht einen zweiten.
Schokolade haben wir gelootet. Auch immer schön dran denken, kontrolliert, ob ihr eure Schokolade gelootet habt. Das ist unglaublich wichtig. Ich meine, ich war auf alles looten. Also müsste ich eigentlich auch alles gelootet haben. Ja, ich habe alles gelootet. Dann können wir hier raus. Wir gehen die Schokolade eintauschen und haben damit unsere erste komplette Schokolade, wovon wir wieder 10 Stück brauchen, um dann ein Rezept zu kriegen. Es ist halt einfach krass. Ich brauche in dem Sinne noch 790 kleine Schokoladen. Und ich habe keine Ahnung, wie man dort rankommen soll. Es ist nämlich echt viel. Aber auf der anderen Seite, wir kriegen ja jetzt am Mittwoch eine zusätzliche Lookbook-Quest. Sobald die kommt, kommt auch ein aktualisiertes ins Event-Video. Mit der Lookbook-Quest könnte es dann sein, dass es viel, viel entspannter machbar ist, sodass man einen kleinen Puffer hat, weil ich kann nun mal nicht Promme HM den Jotun legen, ja? Wir versuchen es, wir schaffen es nicht. Und sie sind davon... Boah, da bräuchte ich noch 10 Stück, um den anzusprechen. Und das... Mir wurde jetzt nicht gesagt, ob irgendwie Mittwoch oder sonst irgendwas. Aber ich gehe davon aus, es ist Mittwoch. Ich habe nicht gelesen im Forum, da hat einer gecached. Hat sich die Schokolade gekauft und konnte halt nur 10-mal hier den ansprechen. Aber dann macht das keinen Sinn, weil dann kann man nur 4 Schokoladen, also 4 Rezepte haben. Das klappt nicht. Weil wenn ich den hier 10-mal ansprechen kann, bekomme ich für hier eine. Für den hier kriege ich eine. Also mal 4. Bedeutet, dass ich 4 Rezepte am Ende habe, oder? Nee, Moment, wie viel muss ich hier reinschmeißen? 20, ne? Ach, ich habe keine Ahnung gerade. Nee, ich habe dann 4 Rezepte. Dann fehlen mir aber immer noch 4 Rezepte. Außer über die Lookbook bekommen wir schon hier die großen Schokoladen. Dann wäre es wieder was ganz anderes. Müssen wir gucken, was Mittwoch kommt. Ich wünsche euch auf jeden Fall bis dahin ganz viel Spaß und würde sagen, bis denn.